Die SPD wird die Regierungspläne zur Wiedereinführung der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung mittragen. Ein Parteikonvent stimmte heute nach nicht öffentlicher Beratung mehrheitlich für den Entwurf von Bundesjustizminister Maas. Nach der Neuregelung dürfen Telekommunikationsunternehmen die Verbindungsdaten aller Bürger bis zu 10 Wochen speichern. Ziel ist es, effektiver gegen Kriminalität und Terror vorgehen zu können. Mit der Entscheidung konnte sich SPD-Chef Gabriel gegen erhebliche Bedenken in seiner Partei durchsetzen. Er ist noch mal davongekommen mit einem eher kleinen Denkzettel. Sichtlich erleichtert verkündete SPD-Chef Gabriel nach der Abstimmung eine Mehrheit für die Vorratsdatenspeicherung. Wir haben uns mit 60% für die Unterstützung dieses Gesetzentwurfs ausgesprochen. 40% waren dagegen. Das ist sogar noch besser als die Entscheidung 2011 beim SPD-Bundesparteitag. Da war die Entscheidung knapper. Dabei hatte der Tag turbulent begonnen. Es waren nicht nur die Aktivisten von Campact und Amnesty, denen sich Fraktionschef Oppermann entgegenstemmen musste. Auch in der SPD herrschte Aufruhr wegen der heiß umstrittenen Vorratsdatenspeicherung. Über 100 Ablehnungsanträge lagen dem Konvent vor. Ich werde gegen die Vorratsdatenspeicherung stimmen heute auf dem Konvent. Ich halte das für einen Vorgang, der nicht gerechtfertigt ist. Da wird tief in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen. Und da stimme ich nicht zu. Eigentlich war die Parteiführung ja auch gegen die Vorratsdatenspeicherung bis zum Anschlag auf die Pariser Satirezeitung Charlie Hebdo Anfang Januar. Geschockt vom islamistischen Terror mitten in Europa zwang Parteichef Gabriel seiner Partei die Vorratsdatenspeicherung quasi über Nacht auf und düpierte Justizminister Maas. Der muss nun das umsetzen, was er für verfassungswidrig hielt. Hauptzugeständnis: Das Gesetz soll nach 2 Jahren nochmal auf seine Wirksamkeit geprüft werden. Gabriel hatte die Abstimmung ziemlich unverblümt zur Machtfrage erklärt. Da wollten auch viele Kritiker der Vorratsdatenspeicherung nicht gegen ihren Parteichef stimmen. Denn wäre er heute gescheitert, hätte seine Autorität in Partei und Regierung schweren Schaden genommen.